Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch kurz zeigen, wie wir Programme, die wir nicht mehr brauchen, von unserem PC oder Laptop komplett deinstallieren können. Ja, also wirklich restlos. Und zwar normalerweise, wenn wir ein Programm nicht mehr brauchen und das deinstallieren, gehen wir hier über die Windows-Systemsteuerung, hier Programme und Features. Ja. Und können hierüber einfach deinstallieren. Ja, das Programm wird zwar deinstalliert, es bleibt aber wirklich jede Menge Müll zurück hier auf der Platte, jede Menge Dateien und Files und Registry-Einträge auch. Ja, das ist auch einer der vielleicht Hauptgründe, warum auch das System mit der Zeit immer ja langsamer wird. Auch genau. Und zwar habe ich jetzt hier, bin ja mehr oder weniger zufällig darauf gestoßen. Hier, das ist ein kleines Programm hier, Geek Uninstaller nennt sich das. Ja, das ist jetzt hier die offizielle Webseite hier, denke ich. Zack, es gibt auch eine ja, kostenlose Version, die wir jetzt hier im Video auch benutzen. Und auch eine Pro-Version, die kann ein bisschen mehr vielleicht. Für uns, für Privatzwecke reicht aber die freie Version hier allemal. Ja, das ist eine kleine Archive, hier eine ZIP-Datei beispielsweise. Ich habe das jetzt schon heruntergeladen und ausgepackt. Ja, genau, wenn wir das jetzt, ich starte das jetzt einfach mal als Administrator. Das Programm ist, wie gesagt, also das ist klitzeklein und kommt, also muss nicht installiert werden, ja. Das können wir direkt starten. Und genau, was es macht, das werden wir gleich sehen. Wenn wir jetzt hier unserem beispielsweise VLC Media Player hier loswerden wollen, wir haben jetzt hier ja mit der rechten Maustaste einfach anklicken und hier haben wir die Möglichkeit, einmal einfach zu deinstallieren. Das ist aber das gleiche wie über die Windows-Systemsteuerung. Ja, da bleibt wie gesagt jede Menge zurück. Wir müssen dann eben sehr mühsam manuell nachsuchen und das löschen, damit unsere Festplatte nicht ja, zugemüllt wird mit der Zeit. Und wir haben hier aber die Option Entfernen, Erzwingen. Ja, wenn wir das hier auswählen. Hier haben wir übrigens die Möglichkeit, hier die Registry-Einträge uns hier anzeigen zu lassen von dem Programm, ja. Und ja, ein paar Sachen mehr. Ich wollte jetzt hier bei der Deinstallation bleiben, ja, bei der restlosen Deinstallation. Hier kann man auch nach Google direkt eine Google-Suche starten, wenn man nicht mehr weiß, was das war. Genau, okay, also wir nehmen jetzt, wählen jetzt, wir wollen das ja deinstallieren. Wir wählen hier Entfernen, Erzwingen aus und jetzt nochmal bestätigen, ja, das wollen wir wirklich. Und das Programm, das sucht jetzt automatisch nach wirklich alle Dateien, die das Programm hier angelegt hat und auch die Registry-Einträge. Ja, und das stellt hier so eine Art Log-Files hier und wir sehen hier Dateien, das sind insgesamt 555 Einträge hier, ja, die werden, die bleiben, also die meistens jedenfalls, die meisten bleiben hier drauf, wenn wir das normal deinstallieren. Und Registry-Einträge 150, ja, die können wir nochmal hier überprüfen, alles. Genau, also jede Menge, ja. Und das übernimmt das Programm für uns, die Suche, und löscht das alles automatisch. Genau, was wir jetzt nur noch machen müssen, nochmal hier bestätigen mit Fertigstellen und schon geht's los hier. Das Programm ist wirklich sehr schnell und zuverlässig, finde ich. Und ja, das Vorteil auch ist, dass man da nichts installieren muss. Ja, das ist eine portable Version. Halt, genau, jetzt ist es schon durch und schließen. Jetzt ist hier der Updater noch, das können wir dann auch noch mal zack deinstallieren komplett. Da sind ja auch noch ein paar Sachen fertigstellen, ruckzuck. Und schon ist das Programm hier, haben, ja, sind wir das Programm los, restlos, wie gesagt, ohne dass da irgendwelche Müll auf der Festplatte bleibt oder in den Windows Registry.
Ja, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anliegen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.